willkommen zu einem weiteren Sonntagsvideo, diesmal wieder eine Blu-ray. Und zwar kehren wir zurück in den Ort Woodsboro, wo 1996 die ersten Schlitzermorde passiert sind. Nämlich handelt es sich um den Film Scream, so hieß der erste Teil auch schon. Jetzt haben wir hier Teil 5 vorliegen, der relativ aktuell rausgekommen ist, von 2022. Und diese Blu-ray habe ich mir heute angeguckt und darum soll es nun gehen. Ich hoffe, kameramäßig ist alles so in Ordnung. Ich habe ein paar Einstellungen geändert. Es ist alles ein bisschen dunkler geworden. Keine Ahnung, warum ich hier trotz dem gleichen Licht alles so schattig habe. Aber egal. Also nochmal Scream. Der heißt doch eigentlich einfach nur Scream. Worum geht es in der ganzen Reihe? Es geht um einen Serienmörder oder mehrere Serienmörder. Das ist ja in jedem Teil immer irgendwer wer anders. Und der ist immer mit so einer Maske verkleidet, also die sogenannte Ghostface. Da hinten steht auch so ein Teil. Und der killt seine Opfer mit Vorliebe mit einem schönen langen Messer. Und das macht er jetzt auch im mittlerweile fünften Teil. Und dieser führt, wie eingangs schon erwähnt, wieder an den Ort des ersten Teils zurück. Also der zweite Teil hat ja auch da gespielt. Der dritte, glaube ich, sogar auch. Jedenfalls sind auch die damaligen Hauptdarsteller, die Hauptfiguren Sidney, Gale und Dewey, wieder dabei. Die waren ja auch in allen anderen Teilen vorher dabei. Aber man hat immer mal so ein paar neue Figuren dazugenommen, meistens Opfer. Und da macht dieser fünfte Teil gar keine Ausnahme. Zunächst mal ist es der erste Teil, der nicht von Wes Craven gedreht worden ist. Der ist ja vor ein paar Jahren leider gestorben, der berühmte Horrorregisseur, der auch so Figuren wie Freddy Krueger in der Nightmare-Serie erfunden hat. Und der hat ja damals 1996 mit Scream, mit dem ersten Teil, quasi dieses Serienmörder-Schlitzer-Genre ein bisschen wieder belebt. Und der hat auch die ersten vier Teile gemacht. Ich glaube, Scream 4 war auch sein letzter Film, den er rausgebracht hat, bevor er gestorben ist. Und der Teil hier, der schließt irgendwie ein bisschen, nicht nahtlos, aber er bringt einiges wieder zurück, was man auch von den anderen Teilen schon kannte. Zum Beispiel diese Eingangsszene, wo es das erste Opfer quasi gibt. Das hat man ja im zweiten Teil damals auf die Spitze getrieben. Das finde ich immer noch eine der besten Anfangsszenen für einen Film, die es überhaupt gibt. Also der Anfang vom zweiten Teil. Und auch hier geht es wieder gleich gut los. Die übliche Nummer mit dem Telefon. Und es werden wieder Schüler verfolgt, ermordet oder auch nicht. Und einer von den alten Figuren, nämlich der Polizist Dewey, ist in Woodsboro geblieben. Der kommt dann quasi so ein bisschen zur Hilfe am Anfang, beziehungsweise man überredet ihn, sich die ganze Sache mal anzugucken, weil er ja Erfahrung mit dieser Art von Killern hat. Und Opfer ist halt jemand, der einen Bezug zum ersten Teil hat. Ich will da jetzt gar nicht so viel verraten. Vor allem auch die Auflösung am Ende, wer nun letztendlich der Killer ist. Ich meine, wer die ganze Reihe kennt, wenn man es vielleicht sogar am Stück mal guckt, wäre vielleicht mal eine Idee für einen Marathon. Der kann sich da so ein bisschen was zusammenreimen, wobei das Ende nicht, ich will jetzt nicht sagen, konstruiert wirkt, aber es ist halt typisch Scream-mäßig. Man vermutet, dass der oder die, der oder die Mörder sein können. Und letztendlich kommt es auch dann so raus, aber es gibt auch so ein paar Wendungen dahin. Man wird auch gerne mal auf die falsche Fährte gelockt. Das macht der Film sehr gut.
Wobei ziemlich am Anfang wird gleich so ein Typ eingeführt, dem steht quasi Mörder ins Gesicht geschrieben und er ist eines der ersten Opfer. Da nimmt man quasi wieder dem Detektiv im Zuschauer den Wind aus den Segeln. Und auch sonst wird viel mit diesen ganzen genre-typischen Sachen gespielt, wie geöffnete Kühlschranktüren, wo normalerweise immer der Mörder dann dahinter steht, wenn die Tür wieder zugemacht wird. Das wird mehrmals, ich würde schon fast sagen, auf die Spitze getrieben. Und das konnte die Scream-Reihe eigentlich schon immer ganz gut, sich quasi über ihr eigenes Genre so ein bisschen lustig machen. Auch hier gibt es wieder diese typischen, wir reden über Filme, wir reden über Fortsetzungen, über Vorgeschichten oder dergleichen. Und da reiht sich der Film quasi nahtlos in die Reihe ein. Die vorhin bereits erwähnten Figuren aus den ersten Teilen werden auch wieder von ihren ursprünglichen Darstellern dargestellt. Und anfangs dachte ich, sie kommen sogar so nur nebenbei vor, aber gegen Ende spielen sie schon wieder die Hauptrollen. Ist so ein bisschen wie in dem letzten Ghostbusters-Film, wo ja eigentlich also quasi eine junge Generation die Hauptfigur oder worauf eine junge Generation der Hauptaugenmerk lag und die Alten dann am Ende dann dazu kamen, um das Ganze dann ordentlich abzuschließen. So ähnlich ist es hier auch, wobei Sydney und Gail und Yui schon am Ende schon so ein bisschen die treibende Kraft sind. Also ja, was soll ich zu Scream sagen? Der Film an sich hat mir gut gefallen. Ist ein typischer Scream-Film. Ich glaube, der vierte oder der dritte, einer von den beiden, hat mir nicht ganz so gut gefallen. Der zweite ist für mich immer noch so der beste, wie ich finde. Und da kommt auch der jetzt hier nicht ganz ran, aber so nach ein paar Jahren, ich glaube, der vierte kam 2011 raus, also über 10 Jahre jetzt schon wieder her. Und ja, so ab und zu kann man sich wieder so einen Scream-Film angucken. Man geht mit der Reihe ganz behutsam um, man ändert ein bisschen was, aber nicht so viel, dass die Fans verärgert sind. Das wird auch in dem Film direkt thematisiert, wie man alte Fans bei der Stange hält und neue gewinnt. Und ja, also ich finde, Scream macht seinen Job als mittlerweile fünfter Film der Reihe sehr ordentlich. Hat mir unheimlich Spaß gemacht zu gucken. Hätte ich jetzt nicht gedacht, vor allem weil er so ein bisschen unterm Radar lief. Also ich habe da jetzt gar nicht so mit gerechnet, dass da ein neuer Teil kommt. Schon gar nicht mit der alten Besetzung. Aber kam und funktioniert sehr gut. Da habe ich gar nicht drüber nachdenken, dass das schon 25 Jahre her ist, wo der erste Teil rausgekommen ist. Den ersten habe ich noch nicht im Kino gesehen, den zweiten und den dritten habe ich im Kino gesehen, den vierten weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. Also 2 und 3 auf jeden Fall. Und die Reihe ist, also auch der erste Teil, den kann man sich immer noch angucken. Also die altern recht ordentlich, die Filme. Wie gesagt, vielleicht ist da mal ein Marathon fällig, aber ich werde noch eine Weile warten, weil ich habe ja den fünften Teil jetzt erst gesehen. Und gerade bei dieser Art von Film, wenn man weiß, wie es ausgeht, verlieren die so ein bisschen an Spannung, sage ich jetzt mal, wenn man weiß, wer der Killer ist. Also das ist jetzt nicht ganz so dramatisch wie bei anderen Kriminalfilmen, sage ich jetzt mal. Weil auch so sonst noch tolle Szenen gebracht werden, die einen wieder angucken rechtfertigen. Aber das erste Mal angucken ist bei so einem Scream-Film eigentlich immer das A und O. Das ist eigentlich das Beste an dieser Reihe. Deswegen verrate ich hier auch nicht, wer am Ende der Killer ist oder die Killerin oder die Killer. Und kann nur empfehlen, den Film anzugucken. Also wer die Reihe mag, kennt, ist auf jeden Fall mit Scream ganz gut bedient. Jetzt habe ich schon zum zweiten Mal in die Kamera gehalten. Hoffentlich gibt es da keinen Ärger mit dem Copyright.
Voraussetzungen für den Film, ob man die ersten anderen Teile gesehen haben muss. Jein, würde ich mal sagen. Also es ist auch schon lange her, wo ich die anderen vier Teile gesehen habe. Also ganz erinnern kann ich mich auch nicht mehr an alles. Es schadet sicher nicht, aber selbst ein Scream-Neuling könnte durchaus seinen Spaß dran haben. Wobei man hier natürlich durchaus sehr viel Bezug auf den ersten Teil nimmt, den man vielleicht vorher sich mal angucken sollte. Ansonsten kann man Scream, also kann ich Scream bedenkenlos empfehlen, den mittlerweile fünften Teil der Reihe. Und ja, ich wünsche gruseliges oder spannende Unterhaltung. Kleine Anmerkung noch, der ist ab 16, geht auch knapp 2 Stunden, nicht ganz 2 Stunden. Und ein bisschen überrascht war ich über die Freigabe schon, weil der erste Teil, der war damals noch ab 18, ich glaube sogar indiziert, oder der zweite, also irgendwas war da sogar. Und das, was hier mit den Messern veranstaltet wird, das ist teilweise um einiges härter inzwischen. Also man sieht, auch die FSK stumpft ein bisschen ab. Also der Härtegrad ist deutlich höher wie bei den ersten Teilen. Und das sollte man vielleicht doch wissen, wenn man sich darauf einlässt. Und ja, das war's dann für heute mit meiner kleinen Filmbesprechung. Blu-ray Scream, Teil 5. Und ja, ich würde sagen, einen schönen Sonntagabend noch und bis zum nächsten Video.